Ich bin Christoph. Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Heute möchte ich mal ein Reaktionsvideo machen, beziehungsweise ich habe hier, durch kleine Umwege bin ich auf YouTube über das Thema USLLC gestoßen. Also es ist quasi eine hybride Rechtsform, also du bist quasi Personengesellschaft und Kapitalgesellschaft in zugleich, ja. Und das existiert so gesehen nur in dieser einen Variante. Das gibt es sonst nur dieses eine Mal auf der ganzen Welt, soweit ich das verstanden habe bis jetzt. Und von daher irgendwie schon ganz interessant. Und hier dieser Typ, Christoph Heuermann, da habe ich dann auch ein paar Videos geschaut. Ich kannte den schon von früher irgendwoher mal, aber da wo er quasi irgendwie so während der Pandemie irgendwie aus dem Segelboot irgendwas gemacht hat. Der Typ, das ist ja echt der absolute Hammer, der hat irgendwie, keine Ahnung, 10 Jahre lang 200 Länder bereist. Also einschließlich Nordkorea und was weiß ich alles noch. Muss ich nur sagen, also Hut ab, also muss ich einfach die Stirn runzeln. Also ich hatte ja auch, als ich jünger war, so einen kleinen Travel-Bug, aber so krass, das ist schon heftig. Ne? Aber heute wollen wir uns mal in diesem Video auf... Also ich werde dann noch mehr Reaktionen darauf machen, weil das ist ein krasses Thema, habe ich mir jetzt ein bisschen eingelesen, aber jetzt mal schauen, was jetzt dieses Video hier bringt und das mal mit euch teilen, denn das ist schon irgendwie einzigartig. Und dann habe ich das auch noch mit Perspektive Ausland-Podcast auch nochmal 2 Videos darüber geschaut. Ja, also es ist schon, ich kann es schon mal vorwegnehmen, Leute, man hat dort keine Buchhaltungspflicht. Yay! Das ist ja für mich persönlich wäre das fast schon irgendwie das Paradies auf Erden, weil ich hasse nichts mehr wie fucking Buchhaltung. Ja, ich wurde dazu mal gezwungen, als ich Azubi war. Und ich glaube, seitdem habe ich da eine Aversion. Beziehungsweise, als ich in der Wirtschaftsschule war, 2 Jahre in so einer komischen Privatschule mal, dann bin ich Gott sei Dank also es war die übelste Schule, die ich jemals war, also so richtig... mit Steno und Schreibmaschine, das ist 1985 gewesen. Und da haben sie uns auch die Buchhaltung reingedrückt, wie sonst noch was. Also deswegen habe ich da irgendwie wahrscheinlich vom Kindesalter eine Aversion. Aber lass uns mal reinhören da. Das ist der Feuermann von startenlos.ch. Ich mache heute eine Folge mit euch zum Thema Steuerrisiken für eure amerikanische LLC. Wir sind der führende Provider für Firmengründungen auf den amerikanischen Markt. Oder besser gesagt auf dem deutschen Markt für US-Firmen. Und sehr viele Leute entscheiden sich, eine US-LLC über uns zu gründen und zu verwalten. Und in diesem Video möchte ich nochmal kurz auf die Steuerrisiken eingehen. Ich habe gerade meine Videos zur erweiterten beschränkten Steuerpflicht aufgenommen, die ja für viele LLC-Kunden potenziell, wenn sie deutsche Kunden haben, ein Thema ist. In diesen Videos habe ich erklärt, warum es eben bei LLCs gar kein Problem ist. Weil selbst wenn man unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fällt, die Rechtsfolgen minimal sind und euer deutsches Einkommen dieser LLC gar nicht besteuert werden kann. Das liegt einfach daran, dass inländische Einkünfte, die in die erweitert beschränkte Steuerpflicht fallen, und ausländische Einkünfte, die nicht da reinfallen, sehr klar definiert sind und ausländische Einkünfte bereits durch den Sitz der LLC oder das Management, den ständigen Vertreter, der ihr ja für die LLC ausübt, bereits außerhalb Deutschlands passieren und damit eben auch keine inländischen Einkünfte mehr sind. Sprich, die erweitert beschränkte Steuerpflicht ist für LLCs in der Regel gar kein Problem. Sie ist theoretisch nur ein Problem ohnehin für Deutsche, die aus Deutschland auswandern und in einem Niedrigsteuerland leben. Stopp. Erweitert beschränkte Steuerpflicht. Ich muss zugeben, ich habe den Begriff schon mal gehört und ich habe mir das auch schon notiert und ich habe auch auf der S-Bahnfahrt herzu die Zeit wie immer genutzt und mir Notizen gemacht hier. Massiv viele Notizen. Ja. Und gleich mal vorweg, erweitert beschränkt. Ja. Also erweitert beschränkt. Ja. Das könnte man auf den einen oder anderen Politiker in Deutschland anwenden, diesen Begriff. Erweitert beschränkte Steuerpflicht. Ja, sorry Leute. Weißt du, solche Begriffe, die kann es nur in Deutschland geben. Ja, also ich würd noch ein Wort irgendwo versuchen dran zu hängen. Ja, dann wäre es wirklich perfekt. Weil die Wortkonstellation ist mir eigentlich noch viel zu einfach. Ja,
das könnte man ja fast noch verstehen. Also man muss dann schon noch mal ein Wort dranhängen, dass dann wirklich dann gar niemand mehr versteht, ja, was das eigentlich bedeuten soll. Also immer so nach dem Motto, ne, Strategie, verwirre den Feind, dann kannst du ihn besser besiegen, ja, oder leiten und führen und kontrollieren. Okay, muss ich jetzt einfach mal loslassen, ablassen. Das ist so ein Wort, das ist Englisch, das kann ich nicht. Perpetual Traveler, irgendwas mit P. Dem. Habt ihr eine deutsche Staatsbürgerschaft? Wie gesagt, ist aber auch kein Problem, weil die LC einfach ausländische Einkünfte verdient, selbst wenn ihr 100% Schulden habt. Welche weiteren Risiken? Also den Teil habe ich mir hier aufgeschrieben vorhin schon, ja, und ganz fett markiert. Das müssen wir uns nochmal anhören. Warte mal kurz. Selbst wenn ihr 100% deutsche Staatsbürgerschaft, wie gesagt, ist aber auch kein Problem, weil die LLC einfach ausländische Einkünfte. Okay, also die LLC wird ja in den USA gegründet und hat grundsätzlich immer deswegen ausländische Einkünfte. Ausländisch in dem Sinne, wenn ich natürlich nicht in den USA wohne. Das ist ja sozusagen mal Grundvoraussetzung. Aber selbst viele Leute, die in den USA wohnen, also US-Bürger, nutzen sehr gerne diese LLC. Das habe ich auch schon recherchiert. Bezüglich genau aus diesen hybriden, haftungsbeschränkten, trotzdem noch Personengesellschaft. Keine Buchhaltungspflicht, keine Bilanzierungspflicht. Ich glaube, unlimited. Ne? Also du kannst 50.000 Euro im Monat verdienen und musst keine Buchhaltung machen. Ja, Leute, da sollte sich Deutschland mal eine Scheibe davon abschneiden. Ja? Hier musst du wegen jedem Popel irgendwie, keine Ahnung, 5 Steuerberater, Buchhalter, Anwälte, sonst irgendwas ständig beauftragen. Jeder will wieder hier ein Huni, da ein Huni. Ja, also du musst ja quasi für jeden Euro, den du hier in Rechnung stellst, nochmal, keine Ahnung, 20 Cent oben drauflegen. Ja, und damit du dann den ganzen komischen Berater und den ganzen Kram da alles bezahlen kannst. Oder du machst den ganzen Schmarrn selber die ganze Zeit und wirst wahnsinnig, so wie ich. Und wenn du halt ein Kreativer bist, ja, so wie ich, oder ein Techie, na, oder so eine hybride Version aus Techie und Kreativer, so wie ich, ja, ganz, ganz schlimm, ne? Da macht dich sowas wie Buchhaltung, macht dich da absolut wahnsinnig. Also, und deswegen ist es eine geile Sache, wenn du dich da wiederfindest, wenn du auch aus der Techie oder aus der kreativen Seite kommst oder auch so eine Art Hybrid bist wie ich, ja, und definitiv so kein Erbsenzähler bist, dann ist es auf jeden Fall was, wo man sich mal reinackern sollte. Also ich bin Feuer und Flamme und jetzt hören wir mal weiter rein, was da noch kommt. Verdient, selbst wenn ihr 100% deutsche Kunden habt. Welche weiteren Risiken könnte die LLC haben? Na, grundsätzlich ergibt sich immer das Betriebsstättenproblem. Die LLC ist eine Briefkastenfirma und ihr löst durch diese Briefkastenfirma sehr schnell eine Betriebsstätte aus, wenn ihr falsch mit Angestellten und ähnlichen Themen umgeht. Sprich, es muss immer eine Briefkastenfirma bleiben, sowohl in den USA als auch in anderen Ländern. Ja, die Steuerfreiheit in den USA, der Status als Disregarded Entity, ist so lange gegeben, wie ihr ein... Also das sind halt echt ganz, ganz viele Details. Wie gesagt, ich habe mich schon ein bisschen vorbereitet, ansonsten könnte ich hier gar kein vernünftiges Reaktionsvideo machen. Disregarded Entity ist eine Sache, die man für sich erklären müsste. Wie gesagt, ich habe mich da erst selber seit 2 Tagen reingearbeitet, ja. Betriebsstätte, mir ist klar mittlerweile, was das so richtig bedeutet, also sobald du jemanden hast, einstellst, also zum Beispiel, ja, also wenn du jetzt irgendwie eine etwas größere Bude hast, ja, viele von Softwareentwicklern, die ich auch unterstütze, ja, in meiner Tätigkeit einen kleinen Marketing- und Consulting-Services, Und wenn die jetzt zum Beispiel nur 3-4 Leute haben, aber das sind Festangestellte, ne, dann ist es die Betriebsstätte da, wo diese Firma ist, ne, und wo diese Leute auch sitzen und so weiter. Ne. Also wenn der jetzt aber 20 Leute hat und diese 20 Leute sind echte Freelancer, also keine Scheinselbstständigkeiten oder Arbeitnehmerüberlassung, was es alles noch gibt für People, Pappel, Puppel, ja, so ein echter Freelancer, das bedeutet, ein echter Freelancer, der hat immer 80-20-Regelung gibt es da. Ne? Also was ist überhaupt ein echter Freelancer? Ja, also das habe ich auch mal richtig nachrecherchiert. Weil mir da auch mal ein Kunde schon 2020 während der Corona-Zeit wirklich auf die Nüsse gegangen ist, die wollten meine Rechnungen nicht mehr bezahlen.
weil nach 2 Jahren hatten sie gedacht, ich wäre da Scheinselber. War alles nicht richtig, ne, weil die 80-20-Regel ja immer eingehalten habe. Was bedeutet 80-20-Regel? Ganz kurz nochmal zu denjenigen. Also wenn du jetzt auch sagst, okay, Freelancer, wann bin ich denn jetzt IT-Freelancer? Ja, wenn du halt einfach 80-20, das heißt, du kannst, sobald du 20% und mehr von all deinen Einnahmen, deinen Umsätzen innerhalb eines Jahres von einem zweiten Kunden sozusagen beziehst, na, bist du nicht mehr scheinselbstständig. Punkt, Ausschluss, fertig, aus, basta. Kannst du das aber mal nachgoogeln. Und in der Regel haben die meisten sowieso 2 oder 3. Aber natürlich, klar, ist ein Ding, wenn halt einer irgendwie ein Projekt drin ist und hat, es ist halt, da gibt es diese Arbeitnehmerüberlassung und diesen ganzen anderen Kram dann noch. Ja, aber wir reden jetzt hier von echten Freelancern. Und genau, machen wir weiter. Also da will ich mich jetzt auch nicht zu sehr verfranzen. Hier geht es ja um die LLC. Wohlgemerkt, ne? Die LLC könnte natürlich auch was sein für dich als IT-Freelancer und dergleichen. Warum? Weil es da ganz besondere, also nur für Deutschland, Amerika, also USA, nicht Amerika, sondern USA und Deutschland gültige, also seit 1954 nach dem Krieg, 1953 nach dem Krieg wurde da ganz spezielle Abkommen wurden da getroffen, die nur für das Verhältnis Deutschland-USA gilt, ne, nach dem Krieg eben. Und die betreffen insbesondere jetzt auch diese LLC, obwohl es die hier wiederum erst seit den 70er Jahren gibt, soweit ich verstanden habe. Ja. Also das ist ganz was Besonderes und da sollte man sich mal ein bisschen reingraben. Aber jetzt hören wir mal weiter, was dieser gute Mann hier zu sagen hat. Der bringt halt sehr viele gleichzeitig, also sehr viele Sachen innerhalb von irgendwie so einem 7-Minuten-Video. Ja, und das ist halt schon dann ein bisschen heftig. Man muss sich das dann sowieso mehr mal anschauen, ja, oder halt noch weiter recherchieren. Eine Briefkastenfirma seid, sprich ihr dürft keine Betriebsstätte, kein Büro in den USA haben und ihr dürft keine US-Angestellten oder auch Scheinselbstständige haben, weil das diesen Disregarded Entity Status zerstört. Das wiederum hat allerdings in diesem Fall nur Folgen für die USA, da müsste man eine Buchhaltung und eine Steuererklärung einreichen und US-Quelleneinkommen versteuern, aber nicht Auslandseinkommen. Also theoretisch könnt ihr eine Betriebsstätte mit eurer LLC haben, theoretisch könnt ihr US-Angestellte beschäftigen, solange ihr kein US-Quelleneinkommen habt. Wenn ihr in Deutschland Kunden habt, ist es durchaus möglich, freiwillig das zu tun, freiwillig eine Steuererklärung einzureichen, freiwillig Buchhaltung zu machen und trotzdem euer Welteinkommen nicht in den USA zu versteuern, als sogenannte Single-Member-LLC. Auch das ist ein weiterer entscheidender Punkt. Gleich der nächste Begriff rausgehauen, ne? Single-Member-LLC. Also das, da reicht dieses Video garantiert nicht aus, dass du das alles verstehst. Ja, also da muss man natürlich dann nochmal weiter recherchieren. Single-Member-LLC, was sagt das aus? Naja, du bist der alleinige Owner von dieser LLC. Na, da darf jetzt kein Partner drin sein. Also wenn du jetzt, was halt häufig der Fall ist, oder ja, häufig kann man schon so sagen, ja. Also in der IT-Branche, ne, Softwareentwickler und dergleichen, dass sich da halt zum Beispiel zwei zusammentun. Ne. Der eine ist irgendwie Frontend, der andere Backend. Der eine ist mehr wirtschaftlich, also mehr der Business-Typ, der Vertriebler. Der andere ist mehr der Programmierer. Oder der eine kommt mehr aus dem IT-Security-Bereich oder SAP, der andere irgendwie so aus Java oder irgendwas. Ne? Und dann tun sich immer, häufig tun sich immer zwei oder manchmal sogar drei zusammen und dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Also es muss eine Single-Member Ownership sein, also quasi, ansonsten verlierst du da bestimmte, sonst funktioniert das alles nicht. Ja? Also die ganzen Details habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, warum. Diese Steuervorteile stehen für Single-Member-LLC ist offen, sprich, ihr müsst alleiniger Member der LLC sein. Die LLC kann mehrere Manager haben, sie kann auch durchaus von Familienmitgliedern benutzt werden, also sie darf offiziell nur auf eine einzige Person laufen. Nur dann ist die Steuerfreiheit gegeben in den USA. Ja, das heißt, wir haben diesen Punkt mit der Single-Member-LLC, wir haben die Sache mit der Betriebsstätte oder auch den festen Mitarbeiter in den USA, die kann man noch erweitern auf die eigene Ausübung der Tätigkeit in den USA. Solange ihr mit eurer LLC remote arbeitet, aus anderen Ländern die LLC nutzt, um zum Beispiel deutschen Kunden Rechnung zu schreiben, gar kein Problem. Solange ihr in den USA seid und ausländischen Kunden Rechnung schreibt, auch kein großes Problem. Das ist ja dann eben ein aufenthaltsrechtliches Problem. Aber ihr könnt nicht mit der LLC in den USA dauerhaft sein,
also unter den 183 Tagen, aber eben doch länger, und vor Ort mit US-Kunden agieren. Auch das würde sozusagen eine Betriebsstätte auslösen. Ja, okay. Also du darfst halt jetzt nicht unbedingt US-Kunden haben. Ganz ehrlich, ich habe in allerseltensten Fällen habe ich es erlebt, dass irgendeiner meiner Kunden hier in Deutschland oder auch deutschsprachigen Raum oder in Europa generell US-Kunden hat, weil halt einfach aufgrund der Zeitverschiebung, der kulturellen Unterschiede und einer Vielzahl von anderen Themen, ja, das einfach nochmal eine Vielzahl von zusätzlichen Hürden mitbringt. Also die Zeitverschiebung ist auch ein großes Thema, ne? Teilweise, wenn du dann irgendwie Kunden in Kalifornien hast, dann hast du irgendwie ein Zeitfenster von 3 Stunden, wo beide irgendwie wach sind, ne? Oder es sei denn, du arbeitest bis 3 Uhr nachts oder irgendwelche solche Scherze. Also von daher, das eine, und das andere ist 183-Tage-Regel. Also du dürftest sogar da irgendwie, mal angenommen, mal einen Monat oder 183 Tage, das ist ja quasi ein halbes Jahr. Ja, und du kannst ja quasi mit einem Touristenvisa dich dann 3 Monate, darfst dich, glaube ich, immer noch, 90 Tage zumindest, war das so früher, dann einfach kannst du jederzeit trotzdem die USA besuchen als Tourist. Ja. Also das geht ja trotzdem noch möglich mit dieser 183-Tages-Regel. Also ist ja nicht so, dass du dich dann da gar nie mehr aufhalten darfst oder auch da nie wieder irgendwie besuchen oder Urlaub machen darfst. Ganz im Gegenteil. Du darfst halt dort nur nicht diese Betriebsstätte haben, und die Betriebsstätte würde halt Leute auslösen, wenn du dort feste Leute hast, die dort eben sitzen und arbeiten und so weiter. Aber will das schon? Ja, will ja eh sowieso keiner. Und würde die LLC steuerpflichtig machen. Es geht aber nicht nur um die USA. Eine Betriebsstätte kann auch woanders auf der Welt ausgelöst werden. Und das ist je nach Land unterschiedlich definiert. In Deutschland schreibt das die Abgabenordnung vor. Das Problem ist, die LLC hat das Briefkastenfirma keine Abschirmwirkung durch Doppelbesteuerungsabkommen. Ja, normale Kapitalgesellschaft. Abschirmung, Doppelbesteuerungsabkommen, da waren wieder 3 fette Begriffe, Leute, innerhalb von irgendwie 5 Sekunden. Hat das Briefkastenfirma keine Abschirmwirkung durch Doppelbesteuerungsabkommen? Hat als Briefkastenfirma keine Abschirmwirkung wie das Doppelbesteuerungsabkommen. Okay. Was du zum Beispiel hier in Europa ja grundsätzlich immer hast. Okay, verstehe. Unterschiedlich definiert. In Deutschland schreibt das die Abgabenordnung vor. Die Abgabenordnung, okay. Schon wieder so ein komisches Wort. Abgabenordnung in Deutschland. Ja, dann müsste ich jetzt nochmal recherchieren, was das genau bedeutet, weil das wird dann nicht so irgendwie näher erklärt alles. Das ist ja schon ein absolut fortgeschrittenes Video hier. Das Problem ist, die LLC hat das Briefkastenfirma keine Abschirmwirkung durch Doppelbesteuerungsabkommen. Ja, normale Kapitalgesellschaften können sich oft dafür ein Doppelbesteuerungsabkommen rufen. Klar, Deutschland hat ein Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA, aber die LLC ist ja non-resident, deshalb ist sie steuerfrei. Also die LLC hat eben nicht dieses Doppelbesteuerungsabkommen. Das Doppelbesteuerungsabkommen regelt in der Regel auch, wie eine Betriebsstätte ausgelöst wird, und ist da großzügiger als die Abgabenordnung. Sprich, wenn es ein Doppelbesteuerungsabkommen gibt, kann man teilweise fest angestellte Remote-Arbeiter in Deutschland haben und löst damit keine Betriebsstätte aus. Gibt es kein Doppelbesteuerungsabkommen, ist das nicht der Fall. So, spätestens jetzt bin ich verwirrt. ja. Okay. Ich würde sagen, das müssen wir jetzt noch 3-mal anhören und dann nachrecherchieren. Und wie gesagt, ich habe schon vorrecherchiert, sonst könnte ich dieses Video gar nicht so gut kommentieren, wenn ich das allererste Mal dieses Thema aufgreifen würde. Aber diesen Teil hier mit diesem Doppelbesteuerungsabkommen, und dann kann ich doch vor Ort Betriebsstätte haben in Deutschland, und das wäre dann doch wieder kein Problem. Okay. Ja. Durch jede Person, die mit deutschem Wohnsitz für euch arbeitet, fest angestellt ist, weisungsgebunden ist, löst eine Betriebsstätte und damit potenziell eine deutsche Steuerpflicht aus. Ja, das heißt, wenn ihr mit der LLC agiert und größer werdet, immer nur Freelancer haben, und zwar richtige Freelancer und keine Scheinselbstständigen. Okay, ich denke mal, dass hier vorausgesetzt wird, dass du jetzt als der Owner von der LLC ja gar nicht in Deutschland wohnst, also quasi nicht steuerpflichtig bist in Deutschland. Ansonsten wäre das ja sowieso der Fall. Ja, und jetzt geht es eben darum, dass du eine LLC hast, als deutscher Staatsangehöriger nicht in Deutschland dann bist mehr, sondern im Ausland und da nicht mehr in Deutschland steuerpflichtig, aber du jetzt theoretisch in Deutschland Mitarbeiter
hättest, feste, dann würde das wiederum als Betriebsstätte gelten. Und weil es kein Doppelbesteuerungsabkommen gibt, sondern eine Abgabenordnung, die härter ist wie das Doppelbesteuerungsabkommen, hättest du dann dadurch wiederum Nachteile diesbezüglich und wärst dann wieder in die Steuerpflicht mit eingezogen. Also mit anderen Worten, ja, stell niemanden ein. Ja, und schon gar keine festen Angestellten. Und dann meinte er, schau, dass du nur Freelance hast und hier ganz besonders aufpassen, dass du keine scheinselbstständigen Freelancer hast, sondern echte Freelancer, die idealerweise, er sagt, wenn die in Deutschland dann sitzen, ist es egal, aber ja, idealerweise hast du dann noch Deutschsprachige, die nicht in Deutschland sitzen, dann bist du nochmal safer wahrscheinlich. Okay, also ich denke, ich habe es irgendwie so ein bisschen verstanden, aber so hundertprozentig, weiß ich nicht. Und vor allen Dingen, ich glaube, ich habe schon mit den letzten paar Jahren schon mit vielen Steuerberatern hier so lokalen in Dachau, München und so weiter Steuerberatern mal telefoniert und aber auch vorstellig und habe damit mich mal kurz beraten lassen und so. Meistens nur so ein paar Erstgespräche, na, ohne dass ich was zahlen muss. Und ich glaube, dass keiner, nicht ein einziger von denen, ohne dass er nachschlagen muss, all das, was der jetzt in 5 Minuten gesagt hat, so bestätigen kann oder aber das wirklich im Detail weiß. Ne? Also das ist schon wirklich Spezialwissen. Da muss man, glaube ich, lange suchen, bis man jemanden findet, der sich da wirklich auskennt. Ne? Also ganz besonders diese ganzen, wir haben ja hier eine Myriade von Steuerberatern, die aber alle mehr oder weniger nur irgendwie so hier ein Fleckchen, da was können, hier was können, da was können. Und teilweise sind es auch noch richtige Rindviecher, ne? Arrogant wie sonst noch was. Und im Grunde wissen sie eigentlich gar nichts und sind letztendlich nur der verlängerte Arm vom Fiskus. Ja, sind eigentlich teilweise schlimmer als wie der Fiskus selber. Ja, kannst du gleich mit dem Fiskus selber telefonieren und dich dort beraten lassen, bist du wahrscheinlich besser aufgehoben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Sobald ihr Scheinselbstständige habt, ist nicht nur das Risiko der großen Nachzahlung, sondern eben auch das Risiko einer Betriebsstätte auszulösen. Also achtet darauf, wenn ihr ein Team aufbaut mit eurem LLC, dass entweder die Leute selber Perpetual Traveler sind, staatenlos, wir selber über LLCs betrieben, alle unsere Mitarbeiter sind remote, wir sind abgemeldet, wir haben keinen Steuerwohnsitz oder leben irgendwie in Dubai, sind komplett steuerfrei, können dementsprechend auch sozusagen scheinselbstständig sein. Aber wenn deine Mitarbeiter in Deutschland oder anderen Hochsteuerländern sitzen, dort steuerpflichtig sind, musst du eben stark aufpassen, dass sie dir dadurch keine Betriebsstätte erstellt. Es gibt verschiedene Lösungen, das zu machen. Nicht nur Freelancer. Du kannst auch durchaus, wenn die Leute nur für dich arbeiten, dafür sorgen, durch eine zweite oder dritte Firmengründung, Aufteilung des Geschäfts, der Rechnung auf verschiedene Firmen, dass sie dann doch als selbstständig gelten. Du kannst auch durchaus eine lokale Betriebsstätte gründen, angenommen du gründest eine deutsche GbR, machst dort ein Büro auf, stellst dort ein paar Mitarbeiter ein, lässt dann entweder ein gewisses Einkommen, was vielleicht auch Kunden mehr schätzen, dass sie nach Deutschland überweisen, über diese GbR laufen, die Kosten zu decken, oder du machst eine Kostenstelle auf, die Rechnung dann an den LLC schickt, für die in Deutschland erbrachten Dienstleistungen. Kann man auch so machen. Du hast dann natürlich deine deutsche Firma, musst dafür Erklärungen und Buchhaltung und so weiter einreichen, aber rechnest einfach die Kosten dieser Mitarbeiter mit deiner LLC ab, die weiterhin das Business macht. Es gibt durchaus Möglichkeiten, das. Okay, jetzt wird es aber wirklich langsam krass, ne? Also jetzt eine GbR und dann doch buchhalten und das und diesen jenes und hier verschnörkeln und da noch reinbauen und rausbauen und okay. Ja, also ist natürlich unendlich. Also man kennt es ja auch von diesen Dokumentationen, von diesen ganzen Banken, Konstrukten und so weiter, wo sie wirklich keine Sau mehr auskennt, ja. Wurde letztens auch, eine ist ja so eine Staatsanwältin, die da irgendwie seit 10 Jahren irgendwas da hinterher ist und also die Banken, die machen ja da, sagen wir mal, Steuerhinterziehungen, weiß was ich, was welchen Höhen da, ja, also Milliarden und irgendwas. Und das ist alles so ein Geflecht und verflochten transnational, dass halt einfach so, ja, die irgendwie 10 Jahre gebraucht haben, bis dann irgendwelche Steuern wieder zurück hatten, aber irgendwie so nur so einen kleinen Teil etc. Könnt ihr euch, sagen wir mal, da so die Dokumentation da anschauen. Also ja, meine Welt ist es nicht, ne? Also da diesen absoluten Mega-Wahnsinn da von Verschnörkelung und Verschachtelung und was weiß ich alles. Also das geht jetzt mir ein bisschen zu sehr in die Richtung. Ist wahrscheinlich jetzt gar nicht so wild. Ich höre es zum ersten Mal jetzt diesen Teil. Habe ich jetzt gar nicht so
Wenn ich mich jetzt 2 Stunden hinsetze und das recherchiere, dann habe ich es wahrscheinlich auch kapiert. Ne? Also, aber halt der Grund, warum ich überhaupt dieses Video mache, nochmal Leute, ist dieses LLC, keine Buchhaltung und der ganze Käse. Und das wäre jetzt mit diesem Konstrukt da wieder dann doch wieder Buchhaltung und Kostenstelle aufmachen. Die sind das ein Bildadul. Das ist ja genau, warum ich dieses Video mache. Ne? Also einfach eine Firma, wo du quasi Vermögensschutz hast, du bist Haftungsschutz, ja, und das ist eben bei der LLC, das wird jetzt hier gar nicht so deutlich gemacht in diesem Video, das fehlt hier eigentlich noch in diesem Video, aber da habe ich mir dann vom Perspektive Ausland Podcast 2 Videos reingezogen. Das hat mir sehr gut gefallen, gleichzeitig diese hybride Sache, also diese Einzigartigkeit der LLC und dann auf der anderen Seite nochmal diese Einzigartigkeit, dieses Abkommen, was damals 1953 oder 54 gemacht wurde zwischen USA und Deutschland. Ne? Und das zusammen macht ja fast schon Sinn, dass du, selbst wenn du in Deutschland bist und bleibst und gar nicht vorhast auszuwandern oder irgendwie, keine Ahnung, Steuern, irgendwas zu optimieren, sondern selbst dann macht es eigentlich schon Sinn, das zu nehmen als anstelle von Einzelunternehmer zum Beispiel oder sowas, ja. Und wenn du jetzt keinen Bock auf GmbH und Holding und den ganzen Käse hast, wegen dieser ganzen Zusatzkosten, dann hast du diese ganzen Steuerberater und Buchhalter und den ganzen Käse halt am Arsch, ja. Und wenn du eine relativ leane Firma noch bist, ja, oder relativ, ja, einfach, dann musst du denen halt trotzdem irgendwie so ein Minimum an 3.000 Euro, meistens sind das so im Jahr, halt bezahlen. Und 3.000 Euro sind 3.000 Euro. Ja? Die hättest du halt dann mit diesem Konstrukt wahrscheinlich nicht. Ja? Einfach nur diese Bilanzierungskosten und was weiß ich was, die sich da alles rausnehmen. Ja? Und dann Notar noch und dies und das und jenes und so. Und hier mit dieser LLC, das sagt jetzt ja in diesem Video auch nicht, das habe ich mir auch aus einem anderen Video noch rausgeholt. Da hast du einmal so eine laufende Gebühr in den USA, aber die ist teilweise verschwindend gering. Also ich glaube, Kalifornien sind es $800 im Jahr, aber du musst ja nicht nach Kalifornien gehen. Ja, also Florida, Delaware oder irgendwo, ne? So eine Ostküste würde ich sowieso nur machen und dann würde ich, und dann sind da diese, das sind dann irgendwie $100 im Jahr, also im Jahr 100 oder $200 im Vergleich zu 3.000 Euro, 2.000, 3.000 Euro für die ganzen, hier mal, Steuerberater und dergleichen, ja, die teilweise auch keine Ahnung haben. Okay, machen wir noch ganz kurz einen Finish von diesem Video jetzt, von diesem Reaction-Video. Das ist zu lösen, aber man muss das eben sauber lösen. Darf auf keinen Fall eine LLC, eine Betriebsstätte in Deutschland oder in anderen Ländern unterstellt werden, weil es dich dort vor Ort steuerpflichtig macht. An sich ist es also relativ einfach. Du musst deine LLC als Briefkasse führen, du musst der alleinige Gesellschafter sein. Und wenn du Mitarbeiter, haben willst, musst du darauf achten, dass es Freelancer sind, richtige Freelancer, oder die Leute bei dir anstellen, wenn sie ebenso wie du remote unterwegs sind. Das sind an sich die Hauptsteuerlichen Risiken der LLC. Erweiterte Steuerpflicht habe ich eingewiegelt. Das ist in der Regel gar kein Problem, weil selbst bei deutschen Kunden Kunden mit einer LLC als ausländischer Vertreter im Ausland tätig bist mit LLC. So viel dazu. Also ich bin dann als stetiger Vertreter im Ausland tätig für die LLC und daher sind das Auslandseinkünfte no matter what. Okay, und die ganzen anderen Sachen halt einfach nochmal wiederholt. Am besten nur Freelancer und der alleinige Gesellschafter musst du sein. Okay, das könnte für den einen oder anderen unter Umständen ein Problem werden, aber da muss man sich halt dann dran halten. Aber na gut, es gibt dann, irgendwo gibt es immer so kleine Haken, ne, aber das muss man halt dann wissen, muss halt dann sauber sein und so weiter. Ich glaube, da bietet es dann auch sogar an irgendwie oder auch diese Perspektive Ausland und so weiter. Keine Ahnung, was die dann dafür verlangen, für das ganze Zeug, wahrscheinlich also wesentlich mehr wie $200 im Jahr, aber ja. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ja, ist eine hochinteressante Sache. Könnte man sich selber reinarbeiten, das Ganze auch, ich denke mal, relativ easy durchziehen, weil es ist ja letztendlich ein englischsprachiges Land. Na, also wenn du jetzt quasi wie so manche andere da irgendwie so Auslandsgesellschaften und Zeug machst mit irgendwelchen komischen Sprachen, das ist ja nochmal eine Hürde, zusätzliche Hürde, dieses ganze Übersetzen und diesen ganzen Kram da.
Wahrscheinlich macht es Sinn, wenn du trotzdem irgendwie sowas wie so einen Spezialisten holst, der das Ganze für dich macht. Und ist halt eine Preis-Leistungs-Frage. Ne? Also wenn der jetzt natürlich hier super, auch wieder super arrogant ist und hier einen Haufen Kohle abzieht und so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber dann hast du es quasi mal, dann hast du es halt mal safe, ne? Und je nachdem. Ja? Also scheint eine sehr hochinteressante Sache zu sein. Das auf jeden Fall mal im Hinterköpfchen behalten. Die Frage ist halt, wenn man jetzt quasi schon als Einzelfreelancer und irgendwas halt in Deutschland unterwegs ist, als Softwareentwickler oder irgendwas, ne, kann man da jederzeit umsteigen. Ne? Also einfach seine ganzen Kunden sagen, okay, hallo, ich habe jetzt hier eine LLC, wir machen das Ganze jetzt über da, darüber und so weiter. Ja, kündigen und dann wieder neu anfangen oder irgendwas, keine Ahnung. Ja, also diesen quasi diesen Switch. Weil viele, die sich jetzt auch das Video schauen, und das ist halt auch was, was mir hier in diesem Video noch fehlt, ja, ist halt, also viele, die sich so ein Video bereits reinziehen, sind ja nicht, sozusagen, spielen ja nicht erst mit dem Gedanken, sich irgendwie selbstständig zu machen, die meisten sind ja schon irgendwo selbstständig, ne, und wollen sich optimieren, ne, und da fehlt halt quasi, okay, wie switche ich dann dahin, ne? Also von meinem Einzel, Freelancer, was auch immer, you name it, was auch immer ich habe gerade, ja, wie komme ich von einem ins andere, wenn ich das wollen würde, ja. Die wenigsten sind irgendwie angestellt, fest irgendwo und interessieren sich halt irgendwie für Selbstständigkeit und ziehen sich dann sofort so ein hochspezifisches Spezialistenvideo rein zum Thema US-LLC. Ja, das ist so noch so ein kleines Feedback zu meinem Reaction-Video hier. Ansonsten, ja, sind interessante Sachen, die kann man sich als Freizeitbeschäftigung fast schon mal reinziehen, ne? Also in der S-Bahn und so weiter, wenn man eh nichts zu tun hat, anstatt dass man irgendwelchen Candy Crush oder irgendwie so einen anderen Scheißdreck da macht. Auf jeden Fall ist es eine besser verwendete Zeit. Da müsste ich also mich noch ein bisschen die offenen Fragen, die ich jetzt gerade noch gesagt habe, wie ist es mit dem Switch, wie ist es, wenn ich schon unterwegs bin, selbstständig und so weiter, da noch mal ein bisschen mehr tiefer reingehen. Und dann werde ich mich eventuell in einem halben Jahr oder Jahr oder sonst irgendwann nochmal melden und euch dann wissen lassen, ob ich vielleicht so ein Ding mal irgendwann gemacht habe. Also ich brauche es aktuell wahrscheinlich erstmal nicht, aber ich halte es auf jeden Fall im Hinterkopf. Also ich fühle mich relativ sicher mit der Art und Weise, wie ich mich aufgestellt habe, aber ja, ist auf jeden Fall eine Recherche wert. In diesem Sinne, bis dahin, euer Thomas Klein, bis zum nächsten Mal, ciao. Wenn euch dieses Review-Video gefallen hat oder irgendwie geholfen hat oder generell das Thema interessiert, gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und lasst mir einen Kommentar da. Bis dahin würde mich wirklich sehr freuen. Ciao, euer Thomas Klein. Ciao.